Hallo, heute geht es um diese Dubbing Brush Maschine, wenn man das Maschine nennen kann. Ich habe mir das hier zusammengebaut, das war mal eine Kommode, das war die Schubladen einer Kommode. Das Prinzip von einer Dubbing Brush Maschine ist immer das gleiche eigentlich. Man hat hier auf der einen Seite eine feste Öse, auf der anderen Seite eine Öse, die man drehen kann. Entweder jetzt hier von Hand oder ja, mit einem Akkuschrauber oder wie auch immer. Hier oben drin ist ein Schlitz. Da drin wird dann der Draht liegen, wenn man das Teil jetzt hier so nach oben schiebt. Und dann legt man hier oben einfach das gewünschte Material auf, macht eine Schlaufe. Schiebt das dann nach unten und verdreht das Ganze dann einfach. Ja, soweit das Grundprinzip. Ist eigentlich ganz einfach nachzubauen, sowas hier. Ich habe das jetzt hier aus Metall gemacht, diese Teile hier. Man kann das aber auch genauso gut aus Holz machen, ein Besenstiel zum Beispiel. Wichtig ist, dass man den Tisch hier dann verschieben kann. Es gibt auch andere Modelle, da kann man die dann wegklappen. Geht genauso. Und ja, es gibt sogar von Stonfo, glaube ich, so ein Teil, was man direkt an den Bindestock anklemmt und damit Dubbing-Stränge herstellen kann. Ja. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Das sind jetzt hier diese Stränge und die habe ich mir extra für Hechtstreamer gemacht. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich jetzt auch noch mal zeigen. Ich lege zuerst den Draht fest. Ich habe hier einen dünnen Draht in der Stärke 0,25. Dann wird der Tisch nach oben geschoben und die entsprechende Menge oder auch das gewünschte Material abgeschnitten, etwas getapert und dann auf dem Tisch verteilt. Hier kann man spielen mit verschiedenen Materialien. Ich habe jetzt hier Kinky Fiber und Flash Material verwendet. Dann wird die Schlaufe geschlossen, der Draht festgedreht, abgeschnitten, den Tisch nach unten fahren und dann beginnt man zu drehen. Dadurch werden die Fibern um den Draht gewickelt, verzwirnen sich mit dem Draht zusammen zu einem Strang. Eine Bürste hilft dabei, die Fibern etwas zu verteilen. Danach einfach abschneiden und fertig. Ich habe jetzt hier mal auch einen Streamer, wo ich schon so einen Dubbing-Strang mit eingebunden habe. Und zwar da hinten ein Schwänzchen, ganz normal eingebunden. Und dann hier den Mittelteil mit so einem Dubbing-Brush eingebunden und man sieht, das Ganze kriegt dann mehr Volumen hier und man braucht weniger Material dadurch und es spielt natürlich auch schön im Wasser, das pulsiert immer schön, beim Zug geht der Streamer zusammen, bei einer Pause geht er wieder auseinander. Ja, mir gefällt dieses Teil hier, damit lassen sich in kurzer Zeit wirklich ganz, ganz viele Dubbing-Stränge herstellen, Dubbing-Brush-Stränge, wie auch immer man diese Teile nennen will, Bürsten. Damit lassen sich wirklich schöne Streamer binden und man kann verschiedene Materialien einbinden, angefangen ja von Flash, dann, ja, was habe ich noch verwendet, Kinky Fiber,
ja, verschiedene Sachen ganz einfach. Ja, wie gesagt, man kann hier wirklich in kurzer Zeit sehr, sehr viele Dubbing-Stränge herstellen und damit dann Streamer binden. Und wie man diesen Streamer bindet, das zeige ich in einem anderen Video. Bis dahin, tschüss!